Vater. Ich finde es aber gut, dass der noch lebt hier tatsächlich. Was habe ich getan? Milord! Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, was der noch für eine Rolle spielen wird. Nach Valut. Aber wer nach Norden will, muss Semmekes umfahren. Und durch die Enge. Solange wir Kurs nach Nord-Nordost halten, holen wir sie noch ein, bevor sie wieder weg sind. Sie könnten Ashra aber auch südlich umsegeln. Über den Weg bis nach Stonhir. Da bräuchten sie bei dem Wind eine Ewigkeit. Mit weiß, wovon sie redet, Clive. Jedenfalls besser als jeder von uns. Tun wir, was sie sagt. Ein Herr ja gesichtet. Jawoll! Also, die ist fit dabei. Die Kleine. Aufwachen, Jungs! Volle Kraft! Die Elfen müssen Funken sprühen! Ei, ei. Spürst du das? Ja. Alle Mann! Auf die Posten! Zeigen wir ihnen, was du drauf hast. Hey, so fickerig die Kleine. Ja, die hat richtig Bock. Aber du weißt, dass das Typ mit ganz bösen Schnitten ist, ne? Und wenn der Jill kontrolliert irgendwie... Wie eine Motte. So folgst du dem Licht. Das unsichtbare Band des Bewusstseins verdammt sie zum gleichen Schicksal. Doch jeder meiner Versuche, ihre Seelen zu trennen, hat die Bindung nur fester werden lassen. Faszinierend. Das ist die Dunkelheit. Meiner Klinge hat bislang jedoch nichts widerstanden. Jill ist Eis. Wir und unser Bruder sind Feuer. Dann haben wir Donner durch Sid. Versenkt mich doch einer! Ich habe so das Gefühl, dass genau Yuna so, dass Yuna genau so spricht. Hier Schrubber. Herrlich. Ich mag die Kleine, tatsächlich. Warum kann der fliegen? Das will ich auch. Nett, dass Jill da noch drüben ist. Als erstes Jill. Ich finde sie. Ja, Hundi.
glaube, es ist... Ich glaube, das ist keine gute Idee. Durch das Meer. Das war doch genau sein Plan. Das war dumm. Vor allem kann ich mich nur... So, weg mit euch hier, Kacklappen. Ich habe so ein bisschen Angst um den Phönix tatsächlich. So, wir holen da Jill auf jeden Fall raus. Aber ich habe das Gefühl, dass wir dadurch unseren Bruder verlieren. Mein erster richtiger Kampf. Und wie es scheint, auch mein letzter werden alle sterben. Was? Einjähriger Matrose. Ich hab nicht lang. Alter! Ja.
So. Sie muss hier irgendwo sein. Von da kam ich. Wo ist Jill? Ja, relativ egal. Ist doch nichts passiert? Sie bekommt uns noch nicht. Wo habt ihr unsere Jill gelassen, ihr Wichser? Jill! Clive! Zurück! Clive, wie bist du? Erklär ich später. Hände! Kannst du gehen? Hier raus, sicher. Des Feuers? Ich sehe nichts weiter als ein flackerndes Licht. Ist der Endgegner oder ist es einfach nur... Ich würde gerne wissen, was für eine tierische Form der hat. Oha. Ich habe eine ganz komische Befürchtung. Das war Moses. Der hat das Meer geteilt. Jesus ist auf dem Wasser gelaufen. Yo! Kann man mal machen. Ja, unser Religionsunterricht war jetzt auch nicht unbedingt wirklich... später auch sehr eintönig und auf alles basiert sozusagen. Schaffst du's? Da habe ich mir das biblische Wissen so ein bisschen freiwillig selbst ein bisschen angeeignet, ein bisschen nachgelesen und so ein Kram. In der Berufsschule war unser Religionsunterricht sehr komisch, da habe ich mehr über andere Religionen gelernt als über die evangelische, obwohl es eigentlich evangelischer Unterricht gewesen ist.
Also ist Odin unser Feind. Was also hast du mit Joshua gemacht? Dem Phönix? Oh, er wird tatsächlich nicht, weil wir hatten einen Pfarrer als Religionslehrer. Das Bewusstsein, das ihr um eure Seelen gesponnen habt, scheint sich in seiner Verzweiflung verstrickt zu haben. Also leiht sich mein Herr die Kraft meiner Klinge. Ja, beim letzten Mal schon verkackt. Die Welt wird bald in Schwärze getaucht werden. Und alles Leben im Kuss des Todes seine Bestimmung finden. Deshalb werden wir die Ursache bekämpfen. Wir werden sie zerstören, die letzten Mutterkristalle, und rücken die Welt wieder ins Lot. Komm, denkst du wirklich, es wäre so einfach? Die Fäule ist unabwendbar. Nicht einmal der Allmächtige kann ihrem Vormarsch Einhalt gebieten. Deine Mühen sind zum Scheitern verurteilt. Sie führen zu nichts, außer Leid. Du musst die Wahrheit endlich erkennen, Mythos. Die Rolle erfüllen, die er dir gab. Niemals. Solange ich entscheide, wähle ich die Hoffnung. Und wieder führt dich dein blinder Wille vom Weg ab. Doch nun führe ich dir die Unausweichlichkeit deines göttlichen Schicksals vor Augen, ob du willst oder nicht. Lauf so weit, wie du kannst. Clive, nicht! Vertrau mir, Jill. Wir haben beim letzten Mal schon aufs Maul gekriegt. Ohne Jill wären wir nicht mehr. Aber sie ist geschwächt. Wir müssen das nicht tun. Oh, das müssen wir. Es gilt, dich an deine Pflicht zu erinnern. Au. Solch eine feurige Inbrunst. Und wofür? Wegen der Fäule? Das war die törichte Verblendung eines törichten Mannes. Du fragst es. Du weißt nichts über diese Welt und unseren Platz darin. Wenn jeder über sein Schicksal bestimmen könnte, wären wir alle Götter. Ja. Ich habe genug gesehen. Bei so viel Unvernunft bedarf es wohl anderer Mittel der Überzeugung. Wirf deine Ketten ab! Schaff ich nicht. Fuck. Und so wird das Licht der Hoffnung durchtrennt.
Gibst du so schnell auf? Niemals! Clive! Siehst du es nicht? Dein eiserner Wille ist Ballast. Er hindert dich daran, deinen Zweck zu erfüllen. Und was ist mein Zweck? Mythos. Wer sind wir? Was sind die Domini? Den Atem des Schöpfers noch warm auf unseren Lippen, tragen wir sein Licht und geleiten die Massen in seinem Namen. Wir sind mächtige Taten Gottes. Wir sind mehr als das. Du wärst nichts ohne das, was er dir gewährt hat. Die Kraft in uns ist die Seine. Und jedes Mal, wenn wir sie nutzen, zehrt sie an unserer Substanz. Sie verschleißt uns, zerreißt uns, damit ihr makelloses Antlitz sich zeigen kann. Die Esper. Zu viel Macht selbst für seine Auserwählten. Aber nicht für dich, Mythos. Du gebietest über die Macht vieler, doch dein Körper hält ihrem wilden Tosen stand. Sag, was willst du? Du sollst wissen, dass wir die Domini nur niedere Werkzeuge sind. Wir wurden für dich erschaffen, auf dass du aus unserem Sein schöpfen und deine göttliche Bestimmung erfüllen würdest. Die wäre... zu wachsen, zu verschlingen. In deinem Kerker des Stolzes hast du deine wahre Pflicht vergessen. Solange du dich ihr bewusst widersetzt, wirst du mir nicht einmal einen Kratzer zufügen. Doch es mag dir Trost spenden, dass du in deiner Not nicht allein bist. Die Ketten des Willens fesseln die ganze Menschheit. Mit dem seine Rüstung und sein Schwert ist ziemlich geil drauf. In seiner unendlichen Gnade erbarmt sich der Herr seiner fehlerhaften Schöpfungen. Der Typ ist zwar ein Idiot, er wird sie wieder, aber er hat fucking Style. In ihre alte Form weisen. Und wie genau sieht die aus? Nun, treue Diener Gottes. Nein. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, der unser Eins seit langer Zeit schon so plagt. Sie sind rein. Sie sind göttlich. Wir alle sollen akasisch werden. Ganz recht, Mythos. Wie einst. Zu lange schon führt der ungestüme Wille die Menschheit in die Irre. Es ist Zeit, zu ruhiger Gleichheit zurückzukehren. Auf dass sie abermals zur Erlösung findet. Erlösung? Und alles aufgeben, was uns lieb ist? Behalt deine Erlösung. Wir retten uns selbst. Und wir folgen unseren Regeln, nicht deinen oder deines Gottes. Mit jeder trotzigen Bekundung eures Willens ziehen sich eure Ketten enger zusammen. Doch vielleicht kann ich diese Tatsache nutzen. Jill, sieh zu, dass du wegkommst. Es war irgendwie klar, dass das irgendwann passiert. Je stärker du dich an die letzten Domini bindest, desto größer wird dein Hunger werden, bis er dich zur einzigen Antwort zurückführt, die je existiert hat. Auf einem anderen Weg, als ihn der Herr vorsah. Aber dennoch zurück. Ashra ist nicht weit. Mit Shivas Hilfe! Schaffst du das noch?
Hoffentlich. Ich versuch's. Schau nicht zurück! Clive bezwungen? Bin ich nicht Clive? Oh, wir haben so viel... Oh, geil. Wir haben so viel EP-Punkte bekommen. Soll ich mir die EP-Punkte aufsparen, um die Lebensflamme vom Phönix aufzuleveln? Ich mache mir trotzdem Sorgen. Die Enterprise war weit genug weg. Sie haben es geschafft. Und wenn sie dem Eis folgen, finden sie uns. Guck mal, die haben so viel Respekt. Morgen werden sie hier sein. Dass sie Warum Rücken an Rücken? Ne, die Alte auf seinen Schoß. Entschuldigung. Ja. Es ist schon das zweite Mal, dass Barnabas mich besiegt hat. Ich komme nicht gegen ihn an. Es mag sein, dass dir wirklich keine andere Wahl bleibt, als dich seinem Herrn hinzugeben. Nur wirst du das nicht tun. Hier sind meine Hände, okay? Ich kenne, wird das nicht tun. Du glaubst also, mich wirklich zu kennen. Wenn Barnabas nicht gelogen hat, bin ich mehr Monster als Mensch. Jedes Mal, wenn ich die Flammen in mir beschwöre, verbrenne ich etwas. Etwas, das mich ausmacht. Tust du das? Wofür hast du deine Kraft bis jetzt genutzt? Du hast Menschen geholfen. Es ist doch egal, wie oder von wem. Sie hat die Rücken-an-Rücken-Regel gebrochen, okay? Es zählt, wie du entscheidest, sie einzusetzen. Und du hast entschieden, sie für Gutes zu nutzen. Ich habe mit ihr auch getötet. Vielleicht ist das meine Bestimmung. Alles, wozu ich gut bin. Ei, wahrscheinlich, weil sie nass sind und die Sachen trocknen müssen. Immer noch der, mit dem ich aufgewachsen bin. Immer darauf bedacht, alle um dich herum zu beschützen. Und doch immer. Also denke ich, ansonsten musst du halt. Weil dir nicht klar war, dass einer von ihnen schon immer der Verletzlichste war. Du, Clive. Du. Du hast dir nie die Zeit genommen, dich selbst zu beschützen. Ja, schon mal aufs Klo. Pullern. Mich selbst. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Es ist nie zu spät dafür. Solange du es auch selbst willst. Du kämpfst, um zu überleben. Diese Szene ist rein Fanservice. Die zu beschützen, die du liebst. So kannte ich dich. Und so bist du immer noch. Graf hatte Hoffnung. Also jetzt mal im Ernst. Ich weiß, dass das so bleiben wird. Wart ein, zwei Wochen also und dann kannst du im Internet da schon genug. Und alles dafür tun, um uns zu schützen. Mädchen, du kannst deine Esper selbst kaum noch beschwören. Wenn ich gleich wäre, ich würde so runtergucken. Ich hätte so Probleme, in die Augen zu schauen. Ist das du? Bin ich ganz ehrlich. Wenn es das ist, was du willst, dann... Zögere nicht, Clive. Tu es.
Oh nein. Ich dachte schon. Ja, wahrscheinlich, weil er seine Hand auf ihre Brust gefallen ist. Ich bin nicht allein. Und sie aufnimmt. Diese Side-Eye. Bürden, die ich trage. Meine Sünden, mein Schmerz, meine Trauer. Sie sind alle auch ein Teil von mir. Ja, Side-Eye. Ich meine, wir haben theoretisch, obwohl auf der anderen Seite Yuna, sind wir mal ganz ehrlich, als hättest du beim Clive nicht, wärst du beim Clive hier nicht gerade am Sabbern. Du hättest genauso runtergeguckt, wenn du jetzt die Jill gewesen wärst. Und vom Clive sieht man mehr als von der Jill. Notgeile Hexe. Ich werde weiter vorangehen, um all die zu beschützen, die ich liebe. Und dafür auch deine Bürden zu schultern. Das ist der Clive nicht dein Geschmack, Yuna. Clive. Jetzt ein Küsschen. Komm, oh, du bist... Was zum Geier. Das verspreche ich dir, Jill. Wir werden einen Weg finden. Die Yuna braucht Schicksal Dicke. Brauchst so eine. Die steht nicht auf Sixpack. Yuna braucht ein ganzes Fässchen. Einander zu retten. Meine Finger sind auf dem Schreibtisch. Ich weiß nicht, was eure Hände gerade machen. Irgendwann werden wir wieder zum Mond sehen. Ja, jetzt muss es mit dem Schnulzen echt ein bisschen too much sein. Aber die Jill stirbt doch nicht, wenn er ihr die Kräfte nimmt, kopiert. Und ich verspreche dir, Clive. Save diese Family Guy Stroke Deck. Selbst wenn du dich aufgibst. Oh mein Gott, er kennt. Please, weiß das. Ich meine, Bahamut ist nicht gestorben. Sein einziges Lächeln mich so. Die Tarn konnte sich noch verwandeln, nachdem wir das Ding genommen haben. Und die Windtussi. Gott. Endlich. Warte, Moment. Schickt. Arsch. Deadass. Give Yoda Deadass. Oh, das arme Mädel. Bitte nicht. Ist Jill tot? Ich verstehe das nicht. Jede andere Espa theoretisch überlebt, nachdem wir sie in uns aufgenommen haben. Wir haben die... Ja. Ja. Also die haben ihre Sachen getrocknet. Die sind durchs Meer gelaufen. Also, denke ich, logisch. Aber ich befürchte, es war einfach nur Fanservice. Da lief was im Blackscreen. 100 Pro. Der Hund hat alles gesehen. Was ist mit Barnabas? Wollen wir ihm nachfahren? Nein. Unsere Wege kreuzen sich früh genug. Ob wir wollen oder nicht. Der Hund hat zugeguckt und gesagt, was machen die da? Außerdem haben wir vorher noch etwas zu erledigen. Ja, hat jemand bestimmte Gedanken? Sus. Die hatte wahrscheinlich... Natürlich. In der Nacht den Mund ziemlich voll gehabt. Grad. Der letzte Mutterkristall. Die Einherja liegt auf dem Meeresgrund. Valut wird es nicht kein besser Doggy als ich, was ist da los?
Er weiß, welche Schiffe. Dass wir kommen. Ein neuer Plan. Das brauchen wir jetzt. Dann sollten wir nach Hause gehen und einen schmieden. Ashra muss warten. Ja, bestimmt Missionary rumgevögelt und so. Alter, das war schwach. So macht man das aber nicht. Ach, ja. Schwur. Ich dachte, die Trophäe hieß Spanner. So. Wie Verbindung getrennt. Die Szene ging so lang, dass der Controller sich abgeschaltet hat.